Sie laufen nur noch im Streckbetrieb, die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Am Samstag ist nach mehr als 60 Jahren endgültig Schluss mit der nuklearen Stromerzeugung. Dann gehen die Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 vom Netz. Viele Betriebe und Unternehmen haben nun aber Angst vor dem Ausstieg. Insgesamt ist die Sorge vor zu hohen Energiepreisen und vor Energieversorgungslücken groß in der Wirtschaft. Die Atomkraftwerke stehen etwa für die Leistung von 13 Kohlekraftwerken. Also es ist nicht so, als ob es sich um nichts handeln würde. Wirtschaftsminister Habeck beschwichtigt über Ostern. Er sieht keine zukünftige Versorgungslücke für Deutschland. Wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien. Der deutsche Atomausstieg wird im Ausland mit einer Mischung aus Skepsis und Verwunderung registriert. Viele europäische Länder verlängern gerade die Laufzeiten ihrer Atomkraftwerke oder bauen neu. In Finnland geht in diesen Tagen ein weiterer Reaktor ans Netz. Die finnischen Grünen halten das Risiko für vertretbar. Industriegesellschaften brauchen Energie. Wenn wir da nicht auch auf Atomkraft zurückgreifen, dann sehen wir ja am Beispiel Deutschland, dass viel mehr Treibhausgase ausgestoßen werden. And more massive use of fossil fuels. Der Atomausstieg in Deutschland wird der Samstag nun endgültig Realität. CDU und FDP hätten die AKW gerne bis mindestens Ende 2024 weiter betrieben. Für Grüne und SPD ein No-Go. Aber der spontane Weiterbetrieb der Atomkraftwerke wäre jetzt technisch ohnehin nicht so ohne weiteres möglich. Also in meinen Augen ist das ein bisschen eine Phantomdebatte, denn an der grundsätzlichen Ausgangssituation hat sich nicht viel verändert. Die Betreiber wie E.ON sagen, das wäre theoretisch möglich, die Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Klar ist aber, das lässt sich jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen umsetzen. Da müssen Brennstäbe bestellt werden, das dauert Monate. Das ist nichts, was man jetzt mal eben von jetzt auf gleich macht. Am Samstag gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Aber die politische Diskussion darüber wird damit wahrscheinlich nicht enden.